Tanzen und Samba, das ist jetzt vielleicht nicht genauso das Spezialgebiet von Lilian Reutmeier aus Bad Schallerbach, aber ich bin sicher, das wird ja auch großartig ausschauen. Du bist Tänzerin, 16 Jahre jung und derzeit auf dem Sprung zur internationalen Karriere nach England. Wir haben ein paar Bilder aus dem Vorjahr vorbereitet, damit man sich anschauen kann, wie spektakulär das ausschaut. Von wo genau ist das? Von Deutschland. Letztes Jahr, ja. Also es war ein Wettbewerb sozusagen, genau. Ein Tanzwettbewerb. Kannst du dich noch erinnern, wie gut es gelaufen ist, wie die Platzierung war? Sechster. Na ja, bitteschön. Ja, das passt bei einer Weltmeisterschaft. Also. Unglaublich ausdrucksstark, unglaublich bewegungssicher. Also da steckt ganz, ganz viel Training dahinter. Und das wird jetzt eben sozusagen noch einmal perfektioniert auf einer berühmten Musicalschule in der Nähe von London. Warum sollte es genau diese Schule werden? Weil es mir einfach so gefreut hat dort und die Menschen dort, also die Leute, die sind einfach alle so nett und überhaupt London, das war schon immer mein Traumziel, dorthin zu fahren und es ist einfach sehr schön dort. Ja. Soweit ich gelesen habe, hat auch Victoria Beckham dort ihre Ausbildung absolviert. Das heißt, es ist wirklich ein gutes, berühmtes Institut, das sich da auf eine große Karriere vorbereiten soll, die ganz klein begonnen hat, wie alle Karrieren, mit 2,5 Jahren. Ja. Was war so der Auslöser fürs Tanzen? Meine Schwester und meine Familie, die mich dort unterstützt hat. Ja. Das heißt, da wurde irgendwie so diese Begeisterung geweckt. Genau. Und gab es dann in den Jahren dazwischen irgendwann eine Phase, wo du dir gedacht hast, mein Gott, jeden Tag 8 Stunden üben, ich will nicht mehr? Das, glaube ich, hat jeder einmal, aber man sollte einfach immer weitergeben und mehr geben und dann kommt man an den Punkt, wo es einem richtig taugt und einfach, jeder hat einmal eine Phase, ich will nicht mehr und ich kann nicht mehr, aber dann sollte man dran glauben und dann schafft man es. Dann schafft man es bis England, eben bis nach London, wo, oder in der Nähe von London, wo dieses Institut steht. Du bist dort die erste Österreicherin, die es geschafft hat und eine der jüngsten Schülerinnen dort. Wie kommt das? Ja, es sind ein paar über 18, über 20, stört das nicht, aber es gibt da auch die 16 sind und mit 16 kann man dort anfangen. Und ich finde es auch gut, dass man mit 16 anfangen kann, weil dann hat man nur ein bisschen, bis man. Wie schwer war es, aufgenommen zu werden? Sehr schwer, über 300 jetzt bei der zweiten Audition und beim Anfang war man sicher, bei der ersten Audition waren wir 50 in einem Saal und dann, dass du dort ausgewählt wirst, das ist schon super. Wir sagen vielen herzlichen Dank, dass du heute hier bei uns bist, mit uns übers Tanzen sprichst, an diesem Tag, an dem man wunderbar im Regen tanzen kann, in Bad Schallerbach und in ganz Österreich. Sie können jetzt zum Beispiel Rock'n'Roll tanzen im Regen, denn Jerry Lee Lewis gibt es in unserem Hitpanorama auf dem Weg in Richtung Zeit im Bild am Mittwoch.